Herzlich willkommen, meine lieben Natural Lifestyle Freunde, zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ja, heute mache ich meine monatliche Alles Unpacking Young Living Videobestellung und ich werde heute vom Juni 2022 das Video machen, denn im Juni direkt war es mir nicht möglich, ich war verhindert. Und deswegen, ja, jetzt bin ich wieder voll auf und mache das Video in diesem Monat, im Juli. Das heißt, diesen Monat wird es dann einfach vermutlich voraussichtlich 4 Videos über Young Living Produkte geben, wovon ich jetzt das erste mache. Danach werde ich noch mein Punktebestellungsvideo machen und ja, dann wird natürlich in diesem Monat voraussichtlich nochmal eine eine monatliche Alles-Bestellung kommen und ein Unpacking-Video dazu und vermutlich werde ich noch meine Punkte einlösen, eventuell, ich weiß es noch nicht ganz genau. Ja, jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Mein Name ist Carmen Richter, wer es noch nicht weiß, wer meinen Kanal kennt und noch nicht abonniert hat, abonniert doch gerne, wenn ihr mich mögt. Und liked gern das Video, wenn es euch einen Mehrwert gibt. Und ja, wenn ihr danach merkt, ach Mensch, das möchte ich mir öfter anhören, ansehen, gefällt mir ganz gut, was sie hier macht, ja, dann abonniert dann auch noch. Und kommentiert gerne, wenn euch was einfällt. Und ja, wir sind in Interaktion. Wer meine anderen Videos sehen möchte, es gibt auf meiner, auf meiner Playlist Young Living ALS Bestellungen sehr, sehr viele Videos dazu, wie dieses. Eventuell auch noch umfangreicher, wenn ich hier Produkte habe, über die ich schon viel gesprochen habe in den letzten Videos, dann könnt ihr da auch mal reinschneiden oder auch, was es so auf sich hat, bei Young Living zu bestellen und so weiter. Aber vieles werdet ihr auch im Video herausfinden. Während ich so spreche, wird euch der Wert schon klar werden. Also meine Lieben, es geht los. Ich habe meine Kiste schon geöffnet und ja, wie immer ist natürlich eine Packing-List drin. Auf dieser steht natürlich, was man so alles bestellt hat und auch, was man als Geschenke noch mit dazu bekommen hat. Also wenn man bei Young Living bestellt, bekommt man immer Geschenke mit dazu. Und ja, das ist immer ganz schön. Mal sehen, was alles im Juni war. Ja, ich habe mir auf jeden Fall noch eine Sample Bottle Klebereihe bestellt. Da, das findet ihr unter Zubehör bei Young Living. Und da sind dann ja, so 3-4 Sheets drin, also Blätter. Ich zähle 3. Und damit kann man dann seine Deckel von den Fläschchen versehen. Ich zeige euch das mal kurz. In meiner für alle Fälle Tasche, das ist im Moment diese hier. Gab es auch als Geschenk von Young Living. Übrigens kann man sich aber auch jetzt bestellen. Und genau, da seht ihr sozusagen, hier sind Flaschen mit den Aufklebern, wie ich sie jetzt hier nachgekauft habe, versehen. Und wenn man jetzt zum Beispiel viel in Betrieb hat, wie zum Beispiel dieses Öl und dieses Öl, ich zeige euch das mal, das ist hier einmal das Saves Plus von Young Living, was sehr schön schützend wirkt, und einmal Pfefferminze Plus, was niemals in meinem Wasser fehlen darf. Das benutze ich wirklich irre oft. Und das hier ist Panaway. Diese Flasche ist auch so gut wie leer. Allerdings hält hier auch der Aufkleber nicht so gut. Aber dadurch, dass es so einen Sicherheitsverschluss hat, kann man das von oben trotzdem ganz gut ohne Kleber erkennen. Und ansonsten würde ich hier halt noch nachkleben wollen. Und dann braucht man immer mal wieder halt diese. Ja, also im Zubehör zu finden und wunderbar zu verwenden. Bei so viel gebrauchten Flaschen mache ich es auch unter anderem so, dass ich den Deckel, den alten Deckel mit dem Aufkleber, einfach für die neue Flasche wieder benutze und somit dann einfach auch Aufkleber spare. Und das geht aber nur, wenn man ein ordentlicher Typ ist und dann nicht so viel rumkrümmelt mit den Ölen. Und dann kann man auf jeden Fall einen sauberen alten Deckel für eine neue Flasche auch benutzen mit Kleber, ne? Okay, das dazu. Dann habe ich hier direkt ein Geschenk von Young Living vom letzten Monat. Das ist ein Thieves Cosmetic Bag.
Ja, ganz sweet. Also da kann man seine Thieves-Produkte reintun. So ist das gedacht. Kann natürlich auch was anderes reintun. Ist in Gold und Beige. Irgendwie so leuchtet mir das so rüber. Ne? Gold und Beige. Und ja, ist transparent. Kann man gleich sehen, was drin ist. Ist natürlich auch schick. Ne? Gerade auch, wenn man zeigen möchte, was man so an schadstoffreinen Pflegemitteln mit sich führt. Ne, oder man ist unterwegs, dann kann man auf jeden Fall am Flughafen oder so, können die das halt dann einfach direkt sehen, was drin ist. Ganz nett. Vielen Dank. Okay, dann habe ich hier schon mein erstes Thieves Mints Döschen gegriffen, gesehen und gegriffen. Die sind sehr, sehr lecker zum Erfrischen. Ne? Das sind 30 Pastillen drin, die sind zuckerfrei und die sind aber mit natürlichen Süßstoffen wie zum Beispiel Stevia und Birkenzucker, Xylit. Ne? Und die sind natürlich mit der Thieves-Mischung. Das ist auf jeden Fall ein Brand von Young Living und die schmecken so hervorragend. Also wenn man sich mal zwischendurch erfrischen möchte oder man hat sein Wasser nicht dabei, man hat Durst, dann kann man einfach mal so eine Pastille nehmen und dann merkt man es schon besser. Oder man, ich singe auch jetzt gerade wieder viel, ne? Der Sommer ist da und wir machen viel Musik und ja, dann braucht man auf jeden Fall zwischendurch auch mal so ein bisschen was für den Hals. Kann man auch wunderbar verwenden. Also es ist sehr, sehr vielseitig, ne? Oder auch zwischendurch, wenn man so ein süßes Jeber hat, man will aber nichts Ungesundes essen und man hat die Thieves Mints da, ja, dann schnappt man sich ein oder zwei oder drei, ne? Und dann kann man drauf rumlutschen oder sie auch kauen. Also richtig lecker. Man muss nur aufpassen, dass man nicht zu viele davon isst, weil, ja, dann ist die Dose leer und dann muss man eine neue anfangen. Ich meine, das kann man auch machen, aber ja. Ich bin gern so ein sparsamer Typ auch, ne? Und denke mir, ja, also, ne? Stückchen für Stückchen, so, ne? Man muss ja nicht übertreiben. Genau, aber für alle Fälle habe ich davon auch mehr, das werdet ihr gleich noch sehen, also ich habe noch mehr Döschen gekauft. Ne? Kann man auch toll verschenken oder einfach mal mitbringen auf so ein Treff, wo vielleicht irgendwie man eigentlich nicht mehr wirklich was essen möchte, weil es schon so spät ist oder so, aber man möchte jetzt trotzdem nicht da hängen und als Einziger überhaupt nichts anrühren und dann hat man seine Thieves Mints dabei, zum Beispiel, ne? Also oder was weiß ich, man ist gleich im Gespräch und wird interviewt und dann braucht man noch eine Erfrischung und dann zack. Macht man sich das da rein. Okay, dann habe ich auch den Lavendelhonig nachbestellt. Der ist aus der Provence-Kollektion von Young Living, also der Frankreich-Kollektion. Ne, die Lavendelfelder, die haben da auch die Bienen dran und die Bienen sammeln dann schön von den Blüten den Nektar und dann gibt es schön Honig und ja, der hat halt dann diesen Lavendel-Touch. Der ist ein ganz, ganz hochwertiger Honig, ne? Also mit diesem Seed-to-Seal-Verfahren, wie Young Living arbeitet, also vom Samen bis zum Siegel. Also das ist quasi vom Boden über die Farmerei, also über die Haltung der Farmleute und so weiter, alles mit sozusagen im Bewusstsein, ja, ganzheitlich mit beachtet. Und damit gibt es auch natürlich einen krassen Honig, der natürlich auch seinen Preis hat. Aber er kennt auch seinen Wert. Ne? Young Living kennt seinen Wert und möchte natürlich auch zeigen, so hier, das ist richtig, richtig gutes Zeug. Und ja, davon habe ich mir auf jeden Fall auch einige bestellt, weil Honig von so einer Klasse kann man gerne sich auch mal nach Hause holen. Ne? Ja, wo alles so in Harmonie funktioniert. Kann man gerne machen. Ne? Okay, was habe ich denn hier? Genau, das hole ich mir jeden Monat dazu. Ich habe schon in meinen anderen Videos das ein oder andere Mal sicherlich erwähnt. Das Thieves Waschmittel, das ist ein Konzentrat, das ist 6-mal hochkonzentriert. Es hat einen frischen Zitronenduft und hat natürlich die Thieves Mischung drin. Und ich nutze so, ja, ich weiß nicht, so viel ungefähr für eine Wäsche. Ne? Für eine normale Wäsche für mich alleine, die jetzt nicht groß schmutzig ist. Ne? Ansonsten kann man schon auch mal eine halbe Kappe nehmen für eine Waschmaschine, ungefähr so. Ne? Und dann kommt da noch Zitronengras meistens drauf. Ja? 11 bis 12 Tropfen für eine Ladung. Und auf das Konzentrat, was ich dann schon reingefüllt habe, kommen dann halt noch so die Zitronengras-Tropfen aus meiner
Zitronenölflasche rauf. Ne? Steht also beides unten auf der Waschmaschine drauf. Einmal das und einmal das Zitronenfläschchen, Zitronengrasfläschchen. Man kann aber auch wunderbar noch mit der Sieves-Mischung arbeiten, ne? Dass man einfach nochmal direkt Sieves drauf macht von der Ölemischung. Ne? Ja, das ist so, so cool. Das hole ich jeden Monat, weil wir haben halt, wie schon gesagt, diese Waschmaschine, mit der wir alle waschen im Haus. Und das sind viele Parteien, also einige auf jeden Fall. Und die lieben das und deswegen bestelle ich es immer ja, quasi für alle Parteien einfach zusammen. Genau. Alright, dann sehe ich hier noch zwei weitere Sieves-Dosen. Ich weiß nicht, ob es bei drei bleibt oder ob ich nicht noch mehr bestellt habe. Ich denke, ich habe vielleicht sogar fünf insgesamt bestellt. Mal sehen. Okay, jetzt greife ich hier ein Röhrchen. Da sind immer die Ölefläschchen drin geschützt, gelagert. Und jetzt muss man dann mal gucken, dass man sie rausbekommt. Genau. Okay. Ah ja, okay, bevor ich es vergesse, ist mir gerade eingefallen, diese Teile kann man auch sammeln und dann zum Beispiel an Kindergärten geben. Ne? Dann können die basteln damit, die Kinder. Das ist was ganz Tolles. Wenn man sie nicht selber weiter braucht, wenn man rumreist, dann braucht man die wieder. Also man kann die auch aufbewahren, wenn man jetzt viel unterwegs ist, geschäftlich, dann sind diese Röhrchen sehr, sehr schön. Ne? Also schützen dann deine Fläschchen. Gut. Einmal habe ich hier Lavendel gegriffen, einmal habe ich hier Digest gegriffen. Lavendel ist die Mutter, finde ich, das mütterlichste, einfache, also Einzelöl von Young Living. Oder überhaupt von der Pflanze her, ja, die Lavendelpflanze ist eine sehr mütterliche, kümmernde Pflanze. Also die kümmert sich gerne um Allrounder-mäßig, wie eben eine Mutter, um alle Bedürfnisse rundum. Also sehr pflegend, sehr liebevoll. Ja, also wenn man Hautpflege machen möchte, wenn man Gemütspflege betreiben möchte, entstressen, wieder runterkommen in seine Mitte oder wieder raufkommen aus ja, so misslichen Zuständen, geistigen, kann man Lavendel verwenden. Ja? Wenn man bei vielen Missgeschicken ist das einfach das erste Öl der Wahl. Und das darf in meiner für alle Fälle Tasche niemals fehlen. Lavendel ist ein fester Bestandteil in unserem Haushalt seit 2013. Auch mein Sohn, der sich damals, der ist ein Millennium-Kind, der hat sich mit Händen und Füßen gegen das Neue mit 13 Jahren natürlich gewehrt in dem Leben. Ne? Ich habe da einen ganz großen Umbruch gehabt, oder wir beide. Und ja, da sind die Öle auch in unser Leben gekommen. Und ja, er hatte damals auch Schwierigkeiten mit dem Schlafen, hat er manchmal heute noch. Und damals, ja, hatte er das erstmal abgelehnt. So, was macht die da? Nee, will ich nicht. Aber ich habe ihm öfter angeboten, dass er beim Schlafen dann gerne dann auch das Lavendel verwenden kann. Und das, ja, irgendwann kam er eines Nachts völlig geschlaucht, konnte nicht schlafen und hat gesagt, Mama, kann ich den Lavendel doch haben? Und dann habe ich ihm unter die Füße gerieben. Und während ich ihm das unter die Füße rieb, und das war eine kurze Zeitspanne, ist er eingeschlafen. Und ich stand im Dunkeln mit offenem Mund und dachte mir, what? Ja, so haben wir beide tolle Erfahrungen mit den Ölen gemacht über die Jahre. Und also Lavendel ist wirklich toll. Eins der absolut wichtigsten Top 12 Öle, die ich empfehlen kann, sich ins Haus zu holen, die auch Young Living empfiehlt, und das zu Recht. Also wirklich ganz toll. Über 140 verschiedene wissenschaftlich nachgewiesene, durch Studien nachgewiesene Wirkweisen. Richtig cool. So, das ist, bezieht sich allerdings auf den Lavandula angustifolia, und der sollte dann auch auf jeden Fall rein sein. Und Young Living ist eben die Firma, die zu den 2% auf dem Weltmarkt gehören, die reine Öle für den Normalverbraucher anbieten.
alle anderen Öle sind leider nicht so rein, wie sie sich darstellen. Gut, Digest kommt von Digestion, was zu Deutsch Verdauung heißt und oder Verdaulichkeit auch. Und diese Mischung, das ist eine Mischung, ja, mit Estragon zum Beispiel, die ist dazu da, um einfach ja, zu verdauen, die gesunde Verdauung zu fördern, einfach zu unterstützen. Das ist einfach, ne, dass man selber gut seine, ne, schwer zu schluckenden Phasen gut durchkommt und dass man eben auch immer weiter zu sich findet und merkt, was tatsächlich Selbstliebe bedeutet. Ne? Also das hat auch was mit, ja, verdau das mal, wer du wirklich bist. Da kann schon auch seine Schatten, die er sozusagen unter den Teppich gekehrt sehen möchte, annehmen. Ne? Dass man eben zum Beispiel sich vielleicht nicht so gut in der Welt zurechtfindet. Oder dass man vielleicht auch dazu neigt, eben egoistisch zu sein. Und da das in dieser Welt so negativ bewertet wird und man das selber ja auch so gelernt hat, dass man das vielleicht dann, dass man Schwierigkeiten hat, das einfach als gegeben einen Ist-Zustand anzunehmen, weil man sich natürlich gerne in einem anderen Licht sehen wollen würde, damit man angenommen ist und so weiter und so fort. Ne? Und Digest hilft halt auch in solchen Phasen einfach sich anzunehmen. Ne? Ich arbeite jetzt gerade sehr viel. Ich arbeite gerade täglich mit Digest. Das konnte ich mir am Anfang gar nicht so vorstellen, weil das ist wirklich sehr extrem speziell. Von der Komposition her sind natürlich da ätherische Öle drin, die bei der Verdauung hilfreich sind. Und das natürlich in reiner Qualität, das ist so konzentriert. Also da kommen viele gar nicht am Anfang mit einem vollen Tropfen zurecht. Also empfehle ich, wenn ihr euch das holt, erstmal langsam anzufangen. Ne? Schraubt die Flasche auf und dann wird langsam sich vorgetastet, wie man das gerade verträgt. Ne? Und irgendwann kann man das auch richtig volle Pulle inhalieren, ne? Die Handinhalation. Yo, das gibt richtig Power, wenn man das macht mit den ätherischen Ölen von Young Living. Ja, also das ist auf jeden Fall auch eine der Ölmischungen von den insgesamt 12 Top-Ölen, von denen ich eben schon gesprochen habe, die nicht fehlen dürfen, ne, für alle Fälle Tasche, die auch Young Living eben so empfiehlt. Okay, ich greife mal das nächste, das scheint mir ein Geschenk zu sein. Oh ja, das sind die energetisierenden Steamers, genau, die. Das sind sozusagen, die sind mit ätherischen Ölen, mit der Young Living Citrus Fresh Mischung in diesem Fall, die richtig geil ist, auf jeden Fall. Ich liebe Citrus Fresh, boy. Erfrischend, zitronig, belebend, erhellend, gemütssteigernd. Ja, du wachst einfach auf. Ne? Also wenn du duschen gehst, nimmst du dir so ein Teil, tust das an den Rand, an die Badewanne oder an die Duschkabine, an den Rand so. Dann kommt der Duschnebel so ein bisschen da dran oder auch ein bisschen so die Spritzer und dann fängt es an zu diffusen. Ne? Dann kommt dann sozusagen der Citrus Fresh Duft, strömt dann auf, während du duscht und belebt dich und gibt dir einfach einen wunderschönen Start in den Tag zum Beispiel. Ja? Oder wenn du irgendwie was Anstrengendes hattest, du hattest irgendwie voll so ein Gespräch, Teamgespräch und boah, dann hast du da die verbrauchte Luft gehabt, kommst nach Hause, bist fertig, du hast ordentlich was geworkt und dann gehst du unter die Dusche und dann tust du so einen mitnehmen und dann bist du danach wieder energetisiert. Ne? Zum Beispiel. Das sind zum Beispiel. Das ist gerade dein Geschenk von Young Living im Juni gewesen. Voll schön. Ne? Vielen Dank. Oh mein Gott. Ich habe es gerade aus dem Augenwinkel gelesen. Oh mein Gott, ich liebe es so sehr.
Jetzt schon. Also, Young Living hatte vor einigen, ich weiß nicht, vom halben Jahr ungefähr, Kids Sense Kid Power rausgebracht. Und diese Öle-Mischung, ey, die ist bei mir so eingeschlagen. Das ist jetzt, da habe ich auch schon im Video gesagt, oh mein Gott, ich glaube, die kommt in die Top 10 meiner absoluten Favorite Oil Blends. Also Öle. Mischungen, meine absolute Favoritenöle-Mischungen. Also das ist wirklich Wahnsinn, wie gut das duftet und wie krass das wirkt dementsprechend. Ihr habt ja gerade gesehen, was passiert ist, als ich gemerkt habe, was ich da gerade greife. Und diese Mischung ist seit Monaten jetzt nicht mehr zu bekommen gerade. Kann man gerade nicht bestellen, ist gerade out of stock. Und aber Young Living hat jetzt den Kids Sense Kid Power Roll-On rausgebracht. Und dann habe ich das gesehen und dachte mir, oh, dann bestelle ich das auf jeden Fall als Roll-On. Natürlich, da sind dann 10 Milliliter drin. Oh, warte, ich muss einmal rollern. Rollern kann man sich zum Beispiel toll auf die Puls stellen. Ne? Und dann hat man diesen Duft dann immer mit. Ne? Das ist ein ganz persönliches Nature Parfum. So, mach das innerlich für mich. Das ist so cool. Ich liebe es so sehr. Es ist wahnsinnig musisch. Oh mein Gott, es steigert auf jeden Fall. Also es tickt auf jeden Fall in Richtung. Ja, lass uns spielen. Kids Power. Ich meine, das passt so krass, ne? Kids Sense Kid Power ist so eine gute Komposition. Der Wahnsinn, also. Und jetzt haben wir das als Roll-On. Voll geil. Oh mein Gott, es riecht so gut, ne? Das ist eins meiner absoluten Top-Öle. Ölemischung. Also, wow. Es gibt so einige, von denen bin ich total begeistert. Könnt ihr alles in meinen anderen Videos auch noch mitsehen. Der Hammer. So, Kids Sense Kid Power. Dazu gibt es dann hier diesen Zettel, wo dann in verschiedenen Sprachen draufsteht, was wichtig ist. Ne? Wir haben hier auf jeden Fall Zitrusöle, wir haben das Vanille, Fruchtextrakt, wir haben die Schwarzfichte drin, wir haben Zimtkamphora drin, wir haben den Weihrauch drin, den Boswellia kateri, wir haben die Geranie drin, aber sehr, sehr. Also, ja, als letztes. Das finde ich ganz schön, weil ich mag die Geranie im Vordergrund jetzt nicht so sehr, aber im Hintergrund. Geil. Oh Gott, das ist so gut. Oh mein Gott. Also, nee, der Roll-On, sorry Leute, aber der kommt jetzt nicht mehr hier in die Packung. Der kommt in meine für alle Fälle to go Box und ersetzt gerade Stress Away, habe ich gerade festgestellt. Im Stress Away haben wir nämlich auch Vanille drin. Ich liebe Vanille so sehr. Wer steht nicht auf Vanille, ne? Aber echte Vanille, ne? Boah, aber Stress Away ist auch so geil. Stress Away Roll-On ist in meinem für alle Fälle Täschchen auf jeden Fall auch drin. Muss ich drin lassen. Ich muss mal gucken, was ich dann dafür rausnehme. Oder ich mache eine größere Tasche. Mal sehen. Das ist etwas Neues, das habe ich mir bestellt. Das ist aus der Savvy Minerals Kollektion, aus der Reihe. Also die schlauen Mineralien. Und die sind aus Mineralien von Mutter Erde, die entgiftend wirken. Also auch sehr pflegend, während man sie benutzt. Und davon habe ich mir jetzt, mal sehen, was hier drin ist. Ich habe mir einiges bestellt. Aha. Oh ja, das ist was zum Reinigen auf jeden Fall. Moment. Ich weiß es oft nicht mehr selber. Wet bar with water before cleansing. Gently rub brush into bar to leather. Place brush under running water with bristles point down. Until the water runs clear.
Ah ja, das ist zum Pinselreinigen. Das habe ich mir geholt zum Pinselreinigen. Das fehlte mir nämlich noch. Ich habe schöne Pinsel von Young Living, von den Savvy Minerals. Tolle, wunderschöne Make-up-Pinsel mit Etui und alles Mögliche. Seht ihr in meinen anderen Videos. Aber ich hatte noch nichts zum Reinigen. Und das ist, ja, da macht man den Pinsel nass. Dann macht man hier rein. Das ist dann so eine Art Seife für die Pinsel, die dann speziell für diese Pinsel ausgelegt sind, um die zu reinigen, damit man die danach wieder schön benutzen kann. Richtig geile Dose. Mal sehen. Bin gespannt, wie sich das dann auswirkt. Jetzt greife ich mal weiter rein. Das ist ein Geschenk von Young Living. Das Satin Facial Scrub Gesichtspeeling. Pfefferminze, Mint. Das ist so schön erfrischend. Ich benutze das manchmal. Und es wirkt wirklich sehr, sehr refreshend. Also, ja, wieder erfrischend eben. Und ja, das ist auch recht mild. Also, ich mag es gerne ab und an benutzen tatsächlich. Obwohl ich am Anfang gedacht habe, das ist ein Produkt, das ich niemals verwenden werde für meine empfindliche, zur Trockenheit neigende Haut, die eben Seifen auch nicht so verträgt und so, ne? Aber das ist ab und an richtig schön. Also ich benutze es vielleicht so ein, zweimal höchstens im Monat. Einmal auf jeden Fall, zweimal höchstens. Das reicht dann schon für mich. Richtig schön. Alles Nature da drin. Kein Plastik, kein Zeug, was man irgendwie, wo man denkt, nee. Ne? Okay, dann habe ich mir, das habe ich im letzten Video auch geholt, das ist jetzt recht regelmäßig gerade in meiner Bestellung drin. Ich bestelle ja monatlich, wer es noch nicht weiß, ne? Wer es noch nicht mitbekommen hat. Und das hier ist eine leichte Gesichtspflege, die sehr viel Feuchtigkeit gibt. Und ich benutze zweierlei an Gesichtspflege. Einmal eben das Art Serum, das ist gerade nicht erhältlich. Ich habe jetzt schon wieder fast verzweifelt in den Karton geguckt, ob es da drin ist, aber habe mich gerade erinnert, nee, das gibt es gerade nicht. Und aus dem Grund, wenn ihr Produkte habt, das ist jetzt der Tipp von mir, die euch richtig gut gefallen, richtig gut tun, eure Haut sagt, jo, voll gerne, her damit. Und ihr wisst, ihr habt diese Nature-Firma, ne? Und ihr wisst, da geht mal was out of stock. Das ist dann für mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre nicht erhältlich. Das ist durchaus möglich. Ich bin seit 2013, wie gesagt, da am Erfahrung sammeln mit Young Living. Und wenn man so eine Naturfirma hat, wo es einfach wirklich nach Mutter Natur geht und wie die Ressourcen da sind und das wird nicht künstlich im Labor erzeugt, sondern das wird alles, ne, rein hergestellt, vom Samen bis zum Siegel, alles super schön. Dann muss man auch mal wieder warten auf seine Lieblingsprodukte. Und wenn man das aber nicht unbedingt möchte oder man das hinauszögern möchte, bis es dann wieder was gibt, dann kann man in den Phasen, wo man weiß, da gibt es was, man sieht ja den Katalog, wenn es verfügbar ist, eben ein bisschen auf Vorrat kaufen, aber nicht hamstern. Und somit ist es jetzt jeden Monat gerade drin, weil ich es gut finde, weil ich es gerne benutze, über die Sommermonate auf jeden Fall gerne, zusätzlich, wenn das Art Renewal Serum gerade nicht ausreicht. Das ist so richtig wie so eine Art Aloe Vera Gel. Ne, so kann man sich das vorstellen. Es gibt super viel Feuchtigkeit und das reicht mir eigentlich. Ich habe heute auch wieder nur das Art Renewal Serum drauf. Das ist mit so einem Pumper, das seht ihr auch in meinen anderen Videos, auch im letzten Video, denke ich, oder im vorletzten auf jeden Fall ist es noch mit dabei. Und jetzt gibt es es gerade nicht. Und Gott sei Dank habe ich noch zwei im Vorrat und eins, was eben angebrochen ist. Es reicht mir ungefähr einen Monat lang. Und wenn es sehr, sehr heiße Tage gibt, die haben wir gerade nicht, dann benutze ich eben noch zusätzlich den Art Light Moisturizer. Seht ihr in meinen anderen Videos auch geöffnet. Da präsentiere ich das auch nochmal schön. Ja, und das ist halt Vorrat, ne? So, dann habe ich hier den nächsten, den zweiten, weil ich liebe sie so. Und dann dachte ich mir, man durfte 3 Stück pro Bestellung bestellen. Und ich glaube, ich habe 2 bestellt, weil ich dachte, ja, okay,
bleib auf dem Boden, ne? Kannst nächsten Monat auch noch mal reinsetzen. Ganz ruhig. Bloß keine Hamsterkäufe. Trotzdem, ne? Man muss auch gucken, dass die alle anderen auch noch was kriegen. Das ist halt auch wichtig. Dass man so rauskommt aus dieser Torschlusspanik jetzt, dann hat man nichts mehr. Ich meine, die Vielfalt ist sehr groß. Und es ist auch wichtig, dass man ins Vertrauen kommt. Und aber auch eben so, wie ich das mache, so mit Achtsamkeit. Okay, ich möchte das schon gerne haben, auf jeden Fall, aber eben nicht irgendwie das die Lagerstelle leer kaufen und andere irgendwie um ihre Sachen bringen. Was soll das bei mir da so lange rumstehen, ne? Also man muss schon gucken, dass man gut haushaltet, ne? Ja, dann habe ich mir die Essential Oil Sample Bottles 2 Milliliter Fläschchen geholt. Das ist richtig schönes Braunglas. Und es hat einen äußeren Verschluss, aber auch nochmal einen inneren Verschluss, so ein Fläschchen. Und da kann man ganz toll Viertel und halbe Tropfen mit dosieren. Und man kann, wenn man jetzt unterwegs ist und man möchte nicht viel mit sich schleppen, wunderschön dann seine wichtigsten für alle Fälle Öle abfüllen und mit dabei haben. Richtig cool, ne? Da kann man auch seinen Kindern und seinen Freunden auch mal was versorgen und mitgeben, dass sie ihre eigenen kleinen für alle Fälle Täschchen da haben. Und ja, braucht man immer mal wieder. Auch so, wenn man jetzt Leute hat, die gerne wissen wollen, wie was duftet zum Beispiel, wie was wirkt, dann kann man denen was abfüllen, was schicken. Können die das mal probieren, können die mal reinschnuppern und können halt schauen, mit was sie da wirklich dann resonieren. Ne? Ich kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Aber probieren ist ja das Wichtige, ne? Die Erfahrung machen. Und naja, so eine ganze Flasche vergibt man jetzt nicht einfach so, aber ein paar Tropfen kann man schon verschicken, ne? Mit der Post, zack, Duftpost, mit Liebe gesendet. Das mache ich auch gerne ab und an, ne? Wenn mir einer nachfragt. Wenn er sich entscheiden will, ob er sich da was er kaufen will, ne? Ja, und wir uns so nicht sehen können. Ja. Aha. Das gehört auch mit zum Reinigungsarsenal, zum Reinigungswerkzeug für die Pinsel, für die Make-up-Pinsel. Das ist ein Silicon Brush Cleansing Pad. Ich mag eigentlich nicht so gerne Silikonsachen benutzen. Allerdings will ich auch nicht übertreiben mehr, dass ich es das komplett aus meinem Leben verbanne, sondern ich denke mir, okay, wenn ich einmal so ein Silikonding habe, das hält wirklich so lange und ich bin ja sehr, sehr achtsam mit meinen Sachen auch. Bin so jemand, der das gerne für immer benutzen wollen würde, ne? Und nicht so ein Wegwerfkult nachgehe. Und damit habe ich dann halt einmal sowas gekauft, denke ich, wenn es richtig gut ist. Ne? Ich habe mir das vorher gut überlegt, kann mir das gut vorstellen, dass das einfach zu dem Reinigungsset einfach wichtig ist. Ne? Und dann ist gut. Place Cleansing Pad on a hard surface. Okay, also platziere das Pad auf einem harten Untergrund. Such as the palm of your hand or the bottom of your sink. Also. Sowas wie zum Beispiel die Handfläche von dir oder eben von deinem Waschbecken den Boden. Wet the Make-up Brush, also mach dein Make-up-Pinsel nass. Keeping the brush pointed downwards, so no water seeps into the base. Also immer nach unten halten, nicht nach oben, sonst würde Wasser reinlaufen in die Basis. Und das würde das Ganze irgendwann kaputt machen. Also immer die Pinsel nach unten halten, während du sie nass machst. Dann, using a brush cleanser, gently move the brush tips across the textured pad. Also du nimmst halt sozusagen etwas von diesem Zeug, was ich eben vorgestellt habe, nimmst das mit dem nassen Pinsel auf und tust dann sozusagen gently move the brush tips across the textured pad. Also du machst es vorsichtig, liebevoll, reinigst du damit sozusagen die Pinselfasern. Und
Rinse the brush until the water runs clear. Ne, danach tust du den Pinsel unter klarem Wasser waschen, also rinsen, spülen, genau, so bis das Wasser klar ist und dann machst du nochmal. Ne? Oder du, nee, reshape steht hier, brauchst du gar nicht nochmal machen, sondern reshape, also mach ihn so, wie er ein Original ist und dann lege ihn flach zum Trocknen hin. And lay flat to dry. Genau. Das ist auf jeden Fall die Vorgehensweise. Jetzt wisst ihr, wie das funktioniert. Finde ich richtig geil, dass man eben keine Tücher und sowas verbraucht, die man dann wegschmeißen muss und dann auch noch irgendwie in Restmüll oder so. Hier auf diese Weise hast du ja nicht wirklich dann Müll, ne? Das kannst du immer wieder so verwenden. Das finde ich toll. Deswegen habe ich es geholt. Okay, was haben wir denn hier? Ah ja. Das ist auch eine Sache, weil ich mich rangetraut. Jetzt wird es konträr. Das sind Make-up Remover Wipes. Das sind 30 Stück drin, 30 Abschminktücher. Und die habe ich geholt, nicht für mich, sondern jetzt ist ja Festivalzeit und eben Musikmachzeit und wir machen Auftritte und dann kann ich auch mal Kinder schminken. Davon habe ich ja auch schon gesprochen. Dafür habe ich mir auch von den Savvy Minerals schon Make-up und Lippenstifte und Pieperpup geholt. Ne, wenn die dann geschminkt werden wollen, das will ich auch mit anbieten, dann ja, muss ich natürlich dann auch paar Tücher haben, mit denen ich unterwegs arbeiten kann. Und da habe ich dann, bin ich dazu gekommen, dass ich gedacht habe, okay, ist wichtig, ist auf jeden Fall nötig und probiere ich mal aus, wie ich damit zurechtkomme. Ich kann mir vorstellen, dass ich dann wieder mal umsteige, dass ich mir irgendwas ausdenke, dass es auch ohne diese Tücher geht. Ja, aber wenn jetzt, stellt euch mal vor, da kommen irgendwie 20 Kids über die Zeit vorbei und ja, dann brauche ich einfach, dann kann ich nicht alles auswaschen und hier und da und dann noch nebenbei Musik machen und so, nee, das ist dann zu viel, ne? Und diese Dinger wollte ich jetzt noch mal gucken. Die sind auf jeden Fall so gemacht, dass sie schadstofffrei sind und sind tolle Sachen drin, auch ätherisches Öl. Ne, zum Beispiel Okotea und Zimtrinde und Zedernholz, also alles sehr pflegende Öle, Lavendel und so weiter, Vanille und oh, ich stelle mir vor, die duften richtig toll. Mache ich jetzt nicht auf, ich will nicht, dass die austrocknen. Mache ich dann auf, wenn es soweit ist, deswegen kann ich es euch jetzt nicht von innen zeigen. Oder ich packe sie dann in eine Dose, dann kann ich sie doch öffnen. Ja, ich packe sie in eine Dose, ich öffne es. Oh, lecker. Also ich mag ja eigentlich so eine Tücher überhaupt nicht leiden. Die riechen mir immer so synthetisch, ne? Aber das überhaupt nicht. Das riecht freundlich. Cool, ich stecke es wieder rein. Sieht also normal aus. Ich zeige es euch mal so im Ganzen. Getränkt mit diesen tollen Pflegesachen. Sehr feucht, aber nicht zu feucht. Aber man hat auf jeden Fall eine ordentliche Menge dran, dass man wahrscheinlich gut damit arbeiten kann. Ich bin gespannt. Ich tue es jetzt wieder da rein. Ach, guck mal. Man kann es sogar so verschließen, dass es gar nicht austrocknet. Braucht gar keine Dose. Geil. Noch besser. Gewicht gespart für unterwegs. Okay, nächstes Stück. Ja, wie schon vorher auch gesagt, die Sachen, die ich liebe, die hole ich mir gerne auf Vorrat. Und jetzt gibt es die Floral Water wieder, die Pflanzenwässer. Das sind die Destillationswasser. Das heißt, das ist sozusagen das Wasser, in dem in diesem Fall hier die Strohblume destilliert worden ist. Und das Wasser ist ja dann immer noch voller schöner Strohblumen-Sachen, ne? Schöne Stoffe, wunderbare Stoffe, die jetzt im ätherischen Öl jetzt nicht mit drin sind, weil das hier ist ja der Wasseranteil und
Ein ätherisches Öl enthält ja kein Wasser mehr, ne, wenn es ordentlich destilliert worden ist. Wo auch Young Living Spitzenreiter ist, in einer absolut wunderbaren Destillationsfähigkeit, ne? Nach althergebrachten Methoden. Richtig nice. Und ohne Chemie, das ist sehr, sehr besonders bei Young Living. Es wird ohne Chemie destilliert. Das gibt es bei so gut wie keiner anderen Firma. Es gibt noch eine, die auch ohne Chemie destilliert. Das ist so ein Abzweig, der sich mal irgendwann von Young Living da getrennt hat und sein eigenes gemacht hat. Und das war es dann aber. Aber die scheinen auch einen höheren Wasseranteil in ihren Destillaten zu haben. Das haben wir auf jeden Fall schon mal bemerkt über die Jahre. Okay, auf jeden Fall ist das Strohblumenwasser sehr, sehr pflegend. Ich verwende es sehr, sehr gerne, wenn ich merke, so, ich habe mich ein bisschen zu viel gesonnt. Da gibt es ja zum Beispiel auch das After Sun Spray von Young Living. Das verwende ich aber ungern im Gesicht, sondern da möchte ich einfach was Leichtes, Pflegendes, regenerierend, Wirkendes. Und das ist halt die Strohblume richtig schön. Man könnte auch Lavendel nehmen, aber da ich zu trockener Haut neige, nehme ich Lavendel nicht so viel im Gesicht. Da verwende ich lieber ein Wasser, was eben nicht so einen trocknenden Effekt hat wie das Lavendel. Lavendel, wenn man das trotzdem verwenden möchte, sollte man es dann mit einem Fettöl emulgieren. Ich mag aber in meinem Gesicht jetzt nicht unbedingt so viel Fett haben. Das reicht mir, wenn ich abends einmal das hier Nature's Ultra CBD Beauty Booster Fettöl mit ätherischen Ölen verwende. Das ist ne, in so einer Pipette hier drinne. Das ist sehr leer, also ich freue mich, dass ich jetzt das Video mache, weil mein Nachschub da drin ist. Mein neues CBD-Öl. Ihr braucht dringend Nachschub. Ne, also es ist wirklich komplett leer. Man braucht davon vielleicht so 4, 5 Tropfen. Und dann mache ich mir vorher auch gerne noch so ein Strohblumenspray auf, ne, mein Gesicht feucht. Und das kann man dann unterwegs auch wunderbar in dieser Kombination machen, ne, wenn man nicht so viel Frischwasser hat, nicht so viel reines Wasser verwenden kann, dann nimmt man einfach ein Floral Water. Richtig nice, super ergiebig, weil es hat ja auch diesen Sprühkopf. Ne, dann sprüht man so tsch, 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 fertig. Das reicht dann schon. Das reicht ewig eigentlich. Richtig cool. Aber auch für andere Öleanwendungen ist so ein Floral Water eben auch richtig gut geeignet, weil Wasser verstärkt die Wirkung von ätherischen Ölen enorm. Ne, und so habe ich hier zum Beispiel auch ein Rosmarin Floral Water, das verwende ich zum Beispiel wunderbar in meinen Haaren und auch hier oben für die Haarwurzeln. Da gebe ich auch gerne einen Tropfen Rosmarin, ätherisches Öl nach dem Haare waschen mit Wascherde von Mutter Erde. Einfach nur eine Erde, richtig cool. Bleibt auch nichts im Haar, bleibt nirgendwo irgendwas. Ist sehr, sehr fein, geht auch durch den Ausguss gut. Das verträgt meine Haut und mein Haar. Meine Haare sehr gut und danach pflege ich gerne noch mit Rosmarin und das sprühe ich in meine Haare, wo ich früher halt Sprays verwendet habe, um die Haare besser kämmbar zu machen. Das macht jetzt mein Rosmarin Haarspray, Hairspray. Richtig cool und es duftet so gut. Rosmarin ist auch sehr herzöffnend, also wenn man da gerade die Pflege noch am Morgen macht oder wann auch immer, dann atmet man sozusagen die Moleküle ein und da wird man weicher. Ja, also, ne, so beiläufig kann man dann auch zum Beispiel, was weiß ich, man ist ein bisschen krummelig oder man hat einen komischen Traum gehabt oder so. Und dann kommt man einfach wieder in sein Herz neben der Pflege einfach direkt rein, weil man einfach echte Öle verwendet. Das ist so cool. Ja, und ne, wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, man hat zu viel Sonne abgekriegt und man möchte sich jetzt hier ein bisschen kühlen mit Pfefferminze. Dann ist, wenn man so ein Floral Water, hier ist es jetzt Lavendel, habe ich gerade noch mal rausgezogen. Dann kann man sich das auf die Stellen sprühen, wo man merkt, dass da irgendwie besonders was drückt. Dann kann man die Pfefferminze auftragen oder auch reinsprayen in die Handfläche. Dann ein Tropfen Pfefferminze oder Deep Relief oder was auch immer man möchte, M-Grain. Und das dann schön verteilen. Und oh, und dann gibt es diesen wunderschönen Effekt.
noch viel heftiger, als wenn man das ätherische Öl nur so verwendet. Ne? Weil Wasser verstärkt und die Stoffe, die natürlich in dem Pflanzenwasser drin sind, die sind einfach auch nochmal, die kommen dann auch nochmal mit rein und ergeben dann so diesen ganzheitlichen Effekt. Ne? Genau. Auch so, wenn jetzt zum Beispiel du hast ein Kind und du bist in der Gegend und da kommen die Mücken und die stechen und das Kind will jucken und so, dann machst du einfach Lavendel, sprühst du ein bisschen Lavendelwasser drauf, machst vielleicht noch einen Tropfen Lavendel drauf und fertig hast du die, ne, dann beruhigt das. Das ist sehr beruhigend. Ach, guck mal hier. Juhu, Whitening Toothpaste. Meine Lieblingszahnpasta von Young Living. Aus der Sieves-Reihe natürlich. Richtig geil, die schäumt sogar auch und macht fantastisch die Zähne sauber. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie aufhält. Heißt auch Whitening, also richtig schön. Und schmeckt gut, tut gut, refreshed, richtig nice. Also diese Young Living Zahnpasta, die Whitening Toothpaste, kann ich wärmstens empfehlen. Die ist auch öfter aus. Ich habe sie mir dann auch wieder ein bisschen auf Vorrat zugelegt. Für den Fall der Fälle, dass ich was habe, ne? Kann man auch gut verschenken, wenn man Geschenke sucht, ne? Also viele gehen und kaufen irgendwie schnell irgendeinen Müll, ehrlich gesagt, ne? Immer noch heutzutage. Also die Menschen sind da noch nicht so wach. Deswegen ist es eigentlich auch schlau. Ich denke mal, die sind so wach. Ich sag's jetzt nicht. Aber viele sind da noch nicht so wach. Die kaufen dann irgendwas, was überhaupt nicht dienlich ist, wo sie denken, ja, das könnte vielleicht gefallen, aber es ist eher nur so ein Hinstellstück, wo heutzutage die Leute gar nicht mehr wissen, wohin denn jetzt noch damit. Wir haben schon alles vollgestellt. Dann lieber was Sinnvolles, was Dienliches und so eine Zahnpasta, ganz ehrlich, die Zahnpasten, die man im Laden kaufen kann, auch die Zahnbürsten, die man da kaufen kann, immer noch, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wirklich nicht. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ne? Also die Pflegeprodukte, die sind meistens, müsste man sie eigentlich Giftprodukte labeln und nicht Pflegeprodukte. Und also setzt euch auseinander, Leute, wirklich guckt drauf, was ihr da habt und schaut euch die Informationen dazu an und geht jetzt nicht unbedingt nur auf Wikipedia, sondern, sorry, ups, sondern schaut euch einfach auch alle anderen Meinungen an und was Naturwissenschaftler, ne, und Naturärzte und so weiter, Gesundheitsexperten heutzutage wirklich dazu sagen können nach jahrzehntelangen Studien, ne, die eben nicht die große Industrie da oben gefördert hat, sondern eben Menschen mit Herz, die was zeigen wollen, ne, eine andere Meinung haben. Ja. Jetzt habe ich wieder hier ein Räuchen gehabt. Habe jetzt hier Purification und Zitronengras gegriffen. Über Zitronengras habe ich eben schon gesprochen. Für die Wäsche. Was aber auch wunderbar wirkt, ist, wenn man sich das aufträgt, einmal abreiben, bevor man in die Natur geht. Wenn man dazu neigt, Zecken zu bekommen oder Mückenstiche, dann hat man damit eine natürliche Abwehrfunktion mit dem Zitronengras. Das sollte man auch auf jeden Fall mit dabei haben in der Für-alle-Fälle-Tasche, wenn man unterwegs ist, denn dann kann man nachlegen. Ätherische Öle wirken nicht so wie synthetische Mittel, die ewig drinne hängen bei dir, wo du immer die Anhaftung dran hast, wo du schon nach 2 Tagen gar nicht mehr weißt, was du alles in deiner Wäsche trägst und an dir trägst und was das mit dir macht, ne? Und, sondern hier verfliegt das nach einer Weile. Und dann legst du halt nach einer halben Stunde nochmal nach, wenn Bedarf ist, ne? Und dann bist du halt, hältst dich von den Stechviechern fern. Auf jeden Fall ist das ein heißes Öl, da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt auch die milderen Öle, wie zum Beispiel das Lavendelöl, was ich eben vorhin auch noch als für die Kinder empfohlen habe, ja? Also man kann, es gibt verschiedene Öle gegen Stechviecher, ne? Aber Zitronengras ist eins meiner Liebsten. Das ist zum Beispiel auch ein Hauptbestandteil im Purification, was zu Deutsch Reinigung heißt. Und das heißt, dieses Öl ist eben auch sehr, sehr reinigend. Deswegen ist es hiermit Bestandteil. Unter anderem ist hier auch das Teebaumöl mit drin und einfach sehr stark reinigende Öle, ja. Ja, und damit ist man, also es ist ein gutes Duo auch für mich. Dieses hier verwende ich allerdings im Sommer viel lieber als dieses auf der Haut, denn das Purification enthält eben auch Zitrusöle.
Und die Zitrusöle, die haben bekannterweise einen Lupeneffekt, wenn die Sonne kommt. Und das heißt, es kann zu Flecken führen, ja, dass du sozusagen kleine Stellen kriegst, wo du zum Beispiel, wenn du Purification dir an die Schläfen machen würdest, würde ich es nicht empfehlen im Sommer, dann kann es braune Flecken geben. Das heißt, wenn du Purification im Sommer verwenden willst, tu es unter deine Fußsohlen, also bestreich deine Fußsohlen damit. Verwende es an Stellen, wo du weißt, du gehst jetzt in den nächsten 48 Stunden nicht damit in die Sonne, dann ist in Ordnung. Ansonsten, wenn du sicher gehen willst, nimmst du einfach Zitronengras und bist trotzdem richtig schön refreshed, geputzt und alles quietscht. Jo, gut. Nächstes. Wieder ein Röhrchen gegriffen. Da kommen jetzt 5 ml Fläschchen raus, wie ihr sehen könnt. Die sind kleiner. In den großen sind 15 ml drin. Das heißt, die dreifache Menge, die sind meistens dann auch günstiger, wenn es um Einzelöle geht oder auch um Mischöle, ja. Aber wenn, also, nee, das habe ich falsch, das ist verwirrend. Also dieses Öl hier zum Beispiel, das Valor habe ich hier gegriffen und einmal hier das Karottensamenöl. So, das Karottensamenöl ist ein Einzelöl. Hier ist nur das Destillat von den Karottensamen enthalten. Hier im Valor, das ist ein Mischöl. Hier ist eine Komposition aus einzelnen ätherischen Ölen enthalten, die insgesamt dann die Mischung Valor ergeben, die unglaublich toll auf unser gesundes System wirken, die super ausgleichend wirken. Wird in der Raindrop-Anwendung am Anfang und am Ende benutzt, ist erstmal zum Ankommen und auch zum wieder hinausgleiten sehr, sehr wunderbar. Ist eins der beliebtesten Öle bei Young Living. Ich liebe es auch absolut, deswegen ist es auch immer mit drinnen in meiner Bestellung, also regelmäßig, nicht jeden Monat, aber so, dass ich auf jeden Fall so 2, 3, 4 Stück auf Lager habe und wenn ich merke, das reduziert sich, dann kommt es wieder in die Bestellung rein. Phasenweise nutze ich das wirklich täglich, in so Phasen, wo es um das Wahrnehmen des eigenen Seins geht, das Selbstbewusstsein, also sozusagen das Bewusstsein für das Selbst, das man ist. Das Authentische, nicht das Gefärbte von dieser Erde, sondern das, was wir eigentlich tatsächlich hinter all diesen gefärbten Dingen und Einstellungen sind. Und also für die Rückbesinnung eigentlich auch sehr, sehr gut. Und ja, es stärkt einfach auch richtig gut. Ne? Du kommst in deine Stärke rein, ne? Indem du dich rückbesinnst. Und das trägt man sehr gerne auch unter die Füße auf, bei der Raindrop, aber auch so. Man kann auch eine kleine Raindrop an den Füßen machen. Da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Ne, mit den Fußreflexzonen. Und es ist so, so schön. Aber auch, wenn man jetzt zum Beispiel merkt, man ist in ein Trauma reingefallen, da ist irgendwie ein Thema aufgebrochen, wo man gerade empfindlich ist, die Nerven sind überlastet oder überreizt, ne, sehr sensibel. Man ist gerade offen sozusagen, dann kann man auch das Valor nutzen, um sozusagen ja, sich einen Raum zu schaffen, einen Schutzraum. Ne? Dafür wird es halt eben auch verwendet bei der Arbeit mit der Raindrop-Anwendung. Das ist wie so eine Meditation und da fragt man auch, ob man die Raindrop annehmen möchte, bekommen möchte. Und dann fragt sich natürlich der Behandler das auch, ob er sie geben möchte. Und das wird dann halt verwendet, das Valor für den Gebenden und auch für den Nehmenden. Ja, zum Schutz. So, weil da kann einiges passieren, ne? So, die Raindrop löst alte Dinge auch hoch, damit sie dann gehen können, damit sie gesehen werden können, damit sie losgelassen werden können, damit man danach einfach wieder mehr bei sich selbst ist. Und wunderschöne Anwendung. Ich habe noch Gutscheine. Die kann man bei mir bekommen. Da könnt ihr gerne mich ansprechen drauf. Also für eine Raindrop-Anwendung kann man toll verschenken. Ne? Das ist eine Massageanwendung mit den ätherischen Ölen, mit tollen
ja, also mit schönen, wie sagt man, Einflüssen, ja genau, Einflüssen von Lakota-Indianern, von den Tibetern und so weiter, von den Isis-Priesterinnen und so weiter. Genau. Das Karottensamenöl verwende ich, wenn es ein Tag ist, wo ich mich sonnen gehen möchte, was ich regelmäßig tue, sobald die Sonne scheint. Denn Dr. Sonne ist einer von den neun Naturärzten. By the way, wer sich darüber mehr informieren möchte, kommentiert gerne. Und das Karottensamenöl hat einen Lichtschutzfaktor, einen natürlichen, ne, der macht sozusagen einen Lichtschutz. Und da meine Haut eine sehr helle Haut ist, habe ich in meinem Leben erfahren, ich brauche dann doch, wenn ich länger in die Sonne gehe, einen Schutz. Nachher dann nicht mehr so viel, aber schon immer noch. Man merkt ja auch so, ne? Ich neige auch so ein bisschen zu Röte. Also, es ist eine sensible Haut. Ich nehme gerne das Karottensamenöl, bevor ich mein Art Renewal Serum, ne, dieses Gel, von dem ich vorhin sprach, drauf mache. Und da verwende ich dann einen Tropfen. Also mein Gesicht ist natürlich vorher gesäubert. Ne, da verwende ich gefiltertes oder destilliertes Wasser dafür. Dann kommt ein Tropfen Karottensamenöl verrieben in mein Gesicht, auf die Ohren, auf den Hals, aufs Dekolleté, in den Nacken. Und dann kommt mein Art Renewal Serum, ein Pumper, genauso auch verteilt und dann noch auf die Unterarme und auf die Füße und Waden und was alles so an Haut gerade offen erreichbar ist und ne, so dass alles schön verteilt wird von dem guten Zeug. Genau, Karottensamenöl ist aber auch ein richtig, richtig stark rein, tiefenreinigendes, pflegendes Hautöl. Richtig toll, also sehr, sehr nice. Und wenn man weiß, dass es halt die äußere Haut gut pflegt und stärkt, dann kann man auf jeden Fall auch die Brücke bauen und wissen, dass es auch die inneren Häute gut stärkt. Denn ätherische Öle, die sind so feinmolekülig, es hat die Mutter Natur so gemacht, dass die einen Freifahrtschein haben und die können in jede einzelne deiner Zellen eindringen und dort ihre Wirkung tun. Hallo sagen und ihren Eindruck hinterlassen. Und das ist halt ganz, ganz toll. Ne? Das ist das Tolle daran. Deswegen ist das so ein Zauberzeug. So, wunderbar. Ja, dann habe ich da also auch wieder Nachschub. Mal sehen, was ich jetzt greife. Juhu! So sieht die Verpackung aus von dem CBD Beauty Boost Öl. Ne? Das ist wirklich ein ganz luxuriöses Pflegeöl, was man eben dann über Nacht, habe ich gemerkt, für mich am besten ja, einwirken lässt. Ne? Hey, beautiful steht hier. How about a boost? Also, hallo Schönheit. Wie wäre es mit einem Booster, also Push, Unterstützer? Ne? Wunderschön gemacht, oder? Also kann man auch toll verschenken an seine Liebste oder auch für sich selbst ein schönes Geschenk machen, wenn man mehr Selbstliebe praktizieren möchte. Ne? Wenn man seinen Wert erkennt und ja, sich einfach pflegen möchte, sich gut tun möchte, dann kann man das gerne zu sich holen. Das ist wirklich gut. Also es bleibt doch kein Fettfilm übrig am nächsten Morgen. Richtig schön. Jetzt habe ich hier schon mal den Stopper genommen. Ne? Seht man, das ist so ein Fettöl. Das ist, lass mich mal gucken nochmal, dass ich hier auch nichts Falsches erzähle. Nein, steht nicht direkt auf der Flasche, es steht auf der Packung. Also, Anwendung für das beste Resultat vor Gebrauch gut schütteln. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Ach, deswegen habe ich es auch wieder rausgedingst. Nochmal machen. So, wieder zudrehen. Schütteln. Ich schwenke gerne. Also mach wenigstens so eine ovale Bewegung, ne? Dass man das Öl nicht so Schütteltrauma gibt. Genau. Shake well before use. Schüttel also gut durch, bevor du es benutzt. Und dann ein bis vier, ein Viertel
bis ein Dropper, sagen die, also ein Viertel Dropper, also eine, das ist eine Pipette. Das ist eine Pipette, eine Viertel Pipette, ungefähr so. Ne? So viel. Kannst du verwenden bis zu einer Pipette, wenn du willst. According to preference, genau. In the palm of your hand, also in deine Handinnenfläche, und dann mischst du es mit deinem Lieblings Young Living Pflegeprodukt. Und das kannst du dann gleichmäßig auf deinem Gesicht, auf deinem Nacken, auf deiner Brust und überall sonst, wo du möchtest, auftragen. Genau. Und dann haben wir hier noch die Ingredients. Vitis vinifera Samenöl. Calophyllum inophyllum Samenöl. Cannabidiol, das ist das CBD. Tocopherol. Dann die Rose, also Rosenöl. Und Helianthus annuus Samenöl. Ja, also tolle Sachen, die sehr pflegend wirken. Das war es dann auch. Also das war die ganze Liste. Schön. Also und es duftet herrlich nach Rose. Also ganz toll. Okay, cool. Endlich Nachschub. Dann werde ich jetzt. Ah ja. Der ist schön dick eingepackt gewesen. Ich habe ja noch mehr Honig geholt, habe ich ja auch gesagt. Ich habe insgesamt, glaube ich, dreimal Honig geholt, wenn ich mich nicht irre. Das sind jetzt die nächsten beiden Gläser gewesen. Und was ist hier drin? Oh, ich habe sogar noch ein viertes geholt. Wusste ich gar nicht. Ich bin auch so ein Namen- und Zahlen-Legastheniker. Also, wenn ich mal was falsch benenne, dann wisst ihr, ich habe es einfach nicht richtig mehr abgespeichert. Das passiert, das ist ganz normal bei mir. Okay, also das ist das vierte Glas Honig, damit wir auch auf jeden Fall viel davon haben. Oh ja, dann habe ich mir nachbestellt Sieves Zahnseide. Das ist sehr, sehr wichtig für mich, meine Zähne zu seiden. Das ist später in meinem Leben wichtig geworden, wo ich gemerkt habe, dass die Zahnbürste wirklich nicht überall hinkommt und dass es wichtig ist, das zu tun, sonst gehen die Zähne eben kaputt. Und dass es aber auch wichtig ist, lieber auf ein bisschen Komfort zu verzichten, wie zum Beispiel mit diesem blöden Floss. Das habe ich früher immer gerne verwendet, weil es sich so aufplustert, so verdickt, ne? Und dann halt gefühlt überall hinkommt. Auf jeden Fall dachte ich besser als eben so ein normales gewachstes Band. Allerdings ist das alles mit irgendwelchen Sachen behandelt, die man nicht will und mit synthetischen Duftstoffen und Geschmacksstoffen und so, die man alle nicht will, wo man weiß, nee, das stresst das System, ne? Alles, was so Synthetik ist, das kennt das biologische System von uns nicht und es stempelt es als Giftstoff ab. Und somit stresst es das System, ne? Und dann ballert man sich über den Tag irgendwie einen Haufen von solchen Zeug. Hier noch ein Spray, da noch eine Creme, da noch dieses und da noch das. Und schon hat man irgendwie am Ende des Tages irgendwie, was weiß ich, 100 verschiedene Giftstoffe, Schrägstrich Pflegestoffe benutzt, die den Körper mega stressen und so ein Dauerstress wirkt auf Dauer einfach schädlich, ne? Wenn man chronisch so eine Stressherde hat, dann kann man davon ausgehen, dass die Teile, mit denen man da, die man da so stresst, kontinuierlich, dass die irgendwann sagen, ich habe keinen Bock mehr. Kann nicht mehr. Ich brauche mal Pause. Und dann wird man, dann sieht man das in Form von Krankheiten, die eher gesagt sogenannte Heilkrisen sind, weil man dann versucht, weil der Körper dann versucht, einfach sich auszugleichen wieder, ne? Das Zeug rauszuschmeißen. Das muss er nämlich oft speichern, lagert das dann in den Geweben ab. Und dann kriegt man dementsprechend Krankheiten. Ich habe das jetzt gerade gehabt. Ich habe ungefähr 3 Monate, war ich völlig aus der Bahn geraten, aus meiner Balance geraten und musste mich erstmal wiederfinden. Und in der Zeit, dann am Ende, bin ich dann doppelt krank geworden. Also ich hatte sozusagen eine doppelte Heilkrise. Und jetzt geht es mir aber wieder gut, deswegen kann ich das Video machen. Und ja.
Jetzt habe ich hier wieder Nachschub. Auch die lassen sich wunderschön verschenken. Wenn man sagt, hier tausch doch dein mit Schadstoff belastetes Zahnseidengedöns mit etwas, was schadstofffrei ist, mit der Sieves-Mischung auch drin. Und ja, dann hast du wieder ein bisschen was entstresst. Ne? Und wenn man in Richtung Gesundheitsbewusstsein halt ist, so wie ich, dann schenkt man eben sowas und dann ist es dienlich. Das liegt dann da auch nicht rum, wenn du weißt, der schätzt das wert und der freut sich drüber. Ne? Der probiert das wirklich aus. Ja. Voll schön, ne? Jetzt habe ich noch ein Röhrchen. Kürze also nochmal Öle. Ja. Nachgekauft Young Living RC, R.C. Ausgeschrieben Respiratory Conditions, also alles, was atmet, was dich atmet, dein Körper, der mitmacht, deine Seele, dein Geist, das ja, mit so ein paar Tropfen R.C. im Diffuser holst du dich ganz schnell auch wieder zurück. Ne? Also wer sich auf das Atmen besinnen kann. Und etwas hat, was vielleicht darin unterstützt, wenn man sich selber nicht so gut besinnen kann. Ne? Wenn man zum Vergessen neigt, zum Beispiel, sich selbst vergessen neigt. Dazu neige ich sehr stark. Ich beobachte das immer mehr und akzeptiere es immer mehr durch Digest, dass es so ist, wie es ist. Aber das RC ist halt wunderbar. Das enthält auch so Eukalyptusöle, die auch zum Beispiel toll beim Riechtraining sind, wenn man jetzt wie ich gerade nicht riechen konnte, nicht mehr schmecken konnte und da sich einfach wieder animieren möchte und sich auch was Gutes tun möchte. Ne? Ihr wisst ja, in einem Eukalyptuswald hat man auf jeden Fall kaum eine Keimbelastung. Das hat man wissenschaftlich immer wieder feststellen können. Und da fliegen die ganzen Eukalyptusmoleküle rum. Und ja, also kann man die sich auch wunderschön dann in den Diffuser tun, wenn man weiß, dass man seine Area, weil man gerade sowieso nicht so fit ist, sauber halten möchte. Ne? Da kann man schön das RC verwenden. Das ist richtig, richtig schön. Es duftet herrlich. Eins meiner Lieblingsölmischungen. Auch eine Mischung, die in den Top 12 für alle Fälle Öle drin sein müssen, was Young Living auch empfiehlt. Und das Pfefferminze gehört auch dazu. Dazu habe ich schon einiges erzählt. Nachschub. Das nächste Röhrchen. Ja, da sind wieder 5 Milliliter Öle drin. Ja, ein Geschenk von Young Living, Zitronella. Das ist auch richtig schön. Das öffne ich jetzt mal. Das war leer bei mir. Zitronella hat auch so eine Wirkung, so eine erhebende, liebliche. Das kann man allerdings auch verwenden. Das hat keinen Lupeneffekt, weil es kein Zitrusöl in dem Sinne ist. Zitronella ist eine Grünpflanze. Und die Zitronen, die Zitrusfrüchte sind dir die Früchte von einer Zitruspflanze, die ätherische Öle in der Schale haben, ne? Und die diesen Lupeneffekt haben. Aber das Zitronella kommt aus den Blattteilen der Pflanze und auch der Pflanze selbst. Es hat dann diesen zitronigen, ne, diesen zitronigen, auch leicht Richtung Zitronengras, ohne das Scharfe. Und so einen lieblichen Touch, ne? Sehr lieblich, mögen die Kinder auch gerne. Hilft auch gegen Stechviecher auf jeden Fall, mögen die auch nicht. Und kann man toll auf der Haut verwenden, auch im Sommer. Ganz toll auch im Diffuser, ne? Dann vertreibt man eben auch die Mücken aus dem Raum. Richtig schön. Perfekt gelöst für Juni 2022 hat Young Living da natürlich das auch im Sinn gehabt, das dann zu schenken. Ne? Hier habe ich dann das Kids Sense Refresh, also eine erfrischende Ölmischung, ein neues Öl. Deswegen öffne ich es jetzt. Sehr lecker.
das ist so gut. Das erinnert mich an Deep Relief, allerdings viel sweeter, viel lieblicher, viel süßer und feiner, nicht so bäm, sondern viel sanfter. Kinder sind ja auch viel sanfter, ne? Die sind sanfte Seelen, sanfte Gemüter, gerade wenn die noch klein sind, ne? Und die brauchen es dann auch feiner und sanfter. Aber auch das innere Kind liebt es so sehr. Ich liebe ja auch Inner Child so sehr. Also mein inneres Kind, boah, jubelt da. Also hier könnte ich mich auch eine halbe Stunde lang satt riechen. Das kommt fast schon mit. Das ist auf jeden Fall so in Richtung auch Kids Sense, Kid Power, Lieblingsölemischungsgeschichten. Also wer nah an dem inneren Kind ist, anscheinend steht auf diese Öle von den Kids Sense. Die Kids Sense Reihe ist also für Arbeit mit dem inneren Kind sehr, sehr gut geeignet. Wunderbar. Toll. Also kann ich nur empfehlen. Hat so eine süße Speerminze mit drin anscheinend. Ne, nicht die Pfefferminze. Sehr, sehr schön. Nett. Also sehr nett. Wirklich ganz toll. Also wer auch vorsichtig sein möchte und nicht so auf krasse Düfte steht, sondern eher auf die feinen, leichten, lieblichen. Der kann die Kids Sense Reihe mal probieren, auf jeden Fall. So, dann, oh ja, unglaublich. Ein ganz großzügiges Geschenk im Juni von Young Living ist das Joy. Freude, da ist Rosenöl mit drin, unter anderem. Also, das ist so krass. Wir haben in den Meditationskursen gerne mal auch das Joy rumgereicht. Und auch dann bei den wöchentlichen Treffen nach den Meditationskursen, wo sich alle dann nochmal zusammen eingefunden haben, jede Woche einmal und zusammen meditiert haben und gegessen haben, Prasad und gechantet, also Lieder gesungen und also spirituelle Lieder. Und dann haben wir natürlich auch Öle verwendet, natürlich von Young Living. Und dann gab es das Joy auch mal rum und wow, dann haben wir wirklich in ekstatischen Lachflashs oft geendet. Der Hammer, also Joy, da ist wirklich Freude drin. Und das hat Young Living im Juni geschenkt, also dass wir wirklich ganz viel Freude haben. Und das sind hier im Durchschnitt 270 Anwendungen drin in einer 15 ml Flasche. Das ist wirklich auch in der Preisklasse ein höher gelegenes Öl. Und das schenkt Young Living einfach mal so her. Ne? Da weiß man, die kommen von hier. Vom Herzen. Die sind herzzentriert. Und diese Arbeit gefällt mir, herzzentrierte, herzbasierte Arbeit, weil dadurch spricht unser Höchstes, ne, von Herz zu Herz, von hier kommt das Seelen, die Seelenbotschaft durch. Ne? Das, was inspiriert, kommt dadurch. Und die Öle inspirieren halt auch mega. Immo Power, das ist ein Nachschub. Immo Power. Ja, das soll für ja, Immunsystemkraft stehen. Also es unterstützt ein gesundes Immunsystem. Kann man sich wirklich mit stärken. Also wenn man weiß, man braucht jetzt ein bisschen Unterstützung für sein gesundes Immunsystem, ja, dann kann man das auf jeden Fall gut verwenden. Und ich brauchte Nachschub. Ich habe Inventur gemacht, alle meine Öle geguckt. Ich will sie ja alle haben, ne? Und da habe ich natürlich jetzt schon einige da. Dann habe ich gesehen, Immo Power muss nachgeholt werden. Da kann man auch immer gucken, was gibt es denn als Geschenke, was brauche ich denn jetzt nicht nachholen, wie zum Beispiel beim Joy, ne? Voll geil, oder? Das ist auch ein Geschenk von Young Living. Das ist das Rose Ointment, der Rosenbalsam. Also im Juni ging es auch viel um die Liebe, um, ne, der Liebesmonat. Und das ist auch ein toller Balsam. Den habe ich gerne im Winter verwendet. Und ja, jetzt im Sommer nutze ich es jetzt nicht so, aber es hält sich. Ne? Kann man toll verschenken. Ne? Also viele Frauen lieben den natürlichen Rosenduft und hier ist wirklich die Rose drin. Und es ist ein schöner Balsam, man kann es auch so stellen. Zum Beispiel, also ich hätte es zum Beispiel auch gerne verwenden können, das habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet.
Ne, als ich jetzt so krank war gerade, da habe ich viel Nase putzen müssen, wirklich ständig. Also es kam so viel Zeug raus. Und dann ist die Nase hier dann schon sehr angegriffen gewesen. Und da kann man zum Beispiel wunderbar diesen Rosenbalsam drauf machen. Ne? Und dann hast du gleich so beruhigenden und liebevollen, schützenden Effekt einfach dann auf den beanspruchten Stellen. Du kannst natürlich auch auf die Lippen machen, das habe ich auch viel gemacht. Oder ne, wenn du an den Fingern irgendwie Reißnägel hast oder hier so eine kleinen Stellen, habe ich auch gerne dafür immer benutzt. Ja, jetzt, was ich jetzt auch gerne dafür benutze, ganz einfach, ist so ein Lippenbalsam von Young Living mit Lavendel. Kann man auch wunderschön einfach ein bisschen was drauf tupfen und schon hat man es einbalsamiert und es unterstützt dann einfach, es schützt dann schön diese Stelle, weil man doch sehr mit den Händen auch viel zu tun hat. Und dann kann man ab und an mal sowas da drauf machen. Welchen ich aber sehr, sehr gerne gerade für meine Lippen benutze. Okay, der ist jetzt gerade nicht schnell erreichbar. Das ist der Lavendel-Minz-Balsam. Den gab es zu Weihnachten in der Weihnachtskollektion. Oh mein Gott, ich warte noch darauf, dass sie den aufnehmen im Katalog. Bis jetzt ist es noch nicht geschehen. Müsste ich mal nachfragen, was da los ist. Yeah, oh mein Gott. Habe ich neue bestellt, wo ich gerade von rede? Zimt und Grapefruit, Lippenbalsame. Ne, wer steht auf Grapefruit? Wer steht auf Zimtnote? Na dann, ran. Schmeckst du gut? Ha, bist du gut gepflegt? Reicht ewig? Kannst du alle verwenden für so, was ich gerade gesagt habe? Top für unterwegs oder ne, du machst hier gerade hier Deep Relief drauf. Habe ich jetzt letztens gehabt auf dem Fahrrad. Ne, dann kommt der Wind und es läuft hier ein bisschen rein, fängt an zu brennen. Ich nehme meinen Lippenbalsam. Ne, fertig. Und dann hört es auf zu brennen, weil ätherische Öle mit einem Fettöl gebunden werden können. Also die Schärfe von ätherischen Ölen geht dann weg innerhalb von weniger Zeit. Und Deep Relief hat halt auch so Pfefferminze mit drin, die ja schon in Richtung, naja, also wenn es mit Wasser vermischt wird, verstärkt es natürlich die Wirkung des Öls und da wir Augenwasser haben, wird es dann ordentlich anfangen zu pfeffern, so, ne? Pfefferminze. Und dann zack, tust du das ein bisschen einfetten mit deinem Lippenbalsam oder mit dem Rose Ointment, was ich eben zeigte, oder was auch immer du dann am Start hast, V6 oder ein bisschen Butter geht auch. Also, ne, wenn du nichts anderes hast, nimmst du irgendein Fett. Zack, tippst du da ein bisschen Tupfer dran und schon wird es emulgiert und dann geht es weg. Cool. Ach, die Northern Lights Black Spruce, ich liebe sie so sehr. Die Nordlicht-Schwarzfichte, die wächst dort bei den Nordlichtern in extremen Verhältnissen. Hat sie sich da einfinden können, hat sie sich hingeben können. Sie wächst gerade nach oben, gerade nach unten. Sehr schön geerdet, sehr schön verwurzelt, sehr schön nach oben ausgerichtet. Also ein hochspirituelles Öl, was dich eben mit in seine Attitude reinholt, während du es vernebelst. Ne? Ich habe es gerne, wenn ich merke, ich habe die Attitude gerade überhaupt nicht mehr. Ich bin weder geerdet noch nach oben ausgerichtet, angebunden. Und mir ist einfach nur nach Heilung und ich weiß gar nicht, wo ich hin soll und so. Und dann nehme ich das und packe das in meinen Diffuser nachts am besten und habe so einen erholsamen Schlaf und am Morgen wache ich auf und merke so, yo, geht weiter. I love you. Richtig tolles Öl. Na gut, wir kommen zum Ende, merke ich. Ein Geschenk von Young Living in diesem Monat, im Juni, Monat Juni, ist eine Yogamatte. Eine wunderschöne Yogamatte, die ich schon habe. Könnt ihr in meinem anderen Video auch sehen. Da habe ich die, glaube ich, ausgepackt. Ist aus 100% Baumwolle gemacht und habe dann guten Grip drauf. Ist eine schöne, fröhliche Farbe und ja, ist eben aus diesem Stoff. Das heißt, man hat halt was Stoffliches, ne? Man kann es in die Waschmaschine packen. Es ist wie dein eigener Sitzteppich. Voll geil. Also auch wenn du draußen irgendwo Musik machen willst und so, dann hast du da deinen Teppich dabei, kannst du ausrollen, kannst du drauf sitzen. Fertig. Kannst deine Instrumente drauf packen.
Ne? Also du kannst es auch umfunktionieren, wie du willst. So habe ich es auf jeden Fall jetzt gerade visualisiert. Werde ich auch tun. Und dazu gibt es natürlich dann noch die Yogamattentasche dazu. Ne? Da kannst du die verstauen. Vielleicht kriege ich sogar zwei in eine Tasche. Das wäre natürlich ideal, wenn man jetzt unterwegs ist, Musik zu machen. Ich mache die Tasche euch nochmal auf, dass ihr es sehen könnt. In einem anderen Video habe ich das auch schon geöffnet, gezeigt. So sieht das aus. Ne? Hat halt diese Sporttaschen Form mit Henkeln. Vorne hast du noch eben eine extra Tasche für diverses. Und von innen sieht es dann so aus. Ne? Ist auch einfach ein schöner Stoff. Ne? Es ist alles Baumwolle. Kannst du auf 30 Grad waschen. Musst ein bisschen aufpassen, weil es ist, hat helle. Ne? Es ist hell. Also für Leute, die so ein bisschen gerne rumkrummeln, ist es jetzt nichts. Also es ist was für eher ordentlichere, umsichtige Menschen. Ja, gut, damit bin ich zum Ende meines Videos gekommen. Meine Lieben, ich hoffe, ich habe euch wieder ordentlich einen Mehrwert rüberwachsen lassen können. Ich habe auf jeden Fall den Spirit gemerkt und freue mich selber sehr darüber, dass das Video schön geworden ist. Wenn ihr dazu etwas kommentieren wollt und es noch nicht getan habt, dann bitte jetzt. Es unterstützt mich natürlich auch. Ne? Wir können uns austauschen und währenddessen kriege ich auch eine weitere Reichweite. Und das ist natürlich auch wichtig für mich, ne? Für meine Arbeit. Denn ich bin beratend tätig und wenn ihr merkt, dass hier ordentlich viel Information rübergekommen ist, die euch schon gut was sagen konnte, dann und ihr habt dann speziellere Fälle so, wo ihr speziell was wissen wollt, ihr habt da was unklar und so, dann könnt ihr mich auf jeden Fall kontaktieren, dafür bin ich da. Und das ist auch völlig kostenfrei für euch übrigens. Also ihr könnt euch wirklich rundum informieren bei mir und ich begleite euch gerne beratend, wenn ihr dann mit meiner Bestellnummer dann euren Account, euren eigenen Account macht, so wie bei Amazon oder eBay, das ist ganz kostenlos. Und dann könnt ihr, dann weiß ich dann, Living, ah ja, okay, die Carmen Richter ist die Beraterin von der Person, die sich jetzt gerade hier den Account gemacht hat. Und dann werde ich vergütet, sobald ihr was kauft. Das geht aber nicht von eurem Geld ab. Ne? Gut, ihr Lieben. Also, kontaktiert mich gerne und für alle Fragen, für jeden Austausch bin ich immer gerne bereit. Und ja, liked, teilt, abonniert und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich mache jetzt gleich noch das Punktevideo und ich freue mich schon sehr über alles, was passieren möchte. Ich wünsche uns allen eine wunderbare Zeit, ein noch viel authentischeres Sein von dem, was wir sind, so dass wir das, was wir hier verwirklichen wollen, dann auch tatsächlich verwirklichen können, manifestieren können. Und ja, so sage ich auch immer gerne, let there be peace among all beings of the universe. Ja, mögen alle Wesen in allen Welten in Frieden sein.